Peter Gotti ist tot, nach Krebsschock. Mafia-Boss mit 81 Jahren gestorben. Peter Gotti war einer der berüchtigtsten Mafia-Bosse in New York. Jetzt ist der Kriminelle ganz allein in einem Gefängnis mit 81 Jahren gestorben. Er litt jahrelang an zahlreichen Krankheiten wie Krebs. Peter Gotti führte eine der gefährlichsten Mafia-Banden in New York an. Für seine Taten wurde er 2004 verurteilt und lebte fortan im Gefängnis. Jetzt starb der Gangsterboss mit 81 Jahren ganz allein im Federal Correctional Complex in Baton Rouge, North Carolina, wie sein Anwalt James Craven 3 mit Peter Gotti ist tot, Mafia-Boss im Gefängnis gestorben. Peter Gottis Anwalt James Craven 3 sagte gegenüber Medien: Ich hatte einen Anruf, Donnerstag, dass er gestorben ist. Das ist alles, was ich weiß. Ich mochte ihn. Möge er in Frieden ruhen. Peter Gotti soll eines natürlichen Todes gestorben sein, schrieb der Daily Star am Freitag. Demenz, Krebs und Co. Peter Gotti wollte wegen Krankheiten früher entlassen werden. Der Gambino-Familienboss wurde 2004 verurteilt, nachdem er schuldig gesprochen wurde, eine Erpressung angezettelt zu haben und ein Kopfgeld $000 auf den Kopf des Gambino-Familienverräters Sammy the Bull Gravano ausgesetzt. Peter Gotti versuchte zweimal wegen gesundheitlicher Probleme früher erlitt an Herzproblemen, Demenz, Blindheit und Krebs, wie aus den Gerichtsunterlagen hervor. Doch sein Antrag auf eine frühzeitige Entlassung wurde im Dezember von der Bundesrichterin Colleen McMahon in Manhattan abgelehnt. Gotti leitete über viele Jahre lang eine der bösartigsten und gewalttätigsten Organisationen des organisierten Verbrechens in New York, sagt, er sollte noch bis 2032 seine Strafe im Gefängnis absitzen. Schon gelesen? Todesschock. Rockmusiker mit nur 35 Jahren gestorben. Peter Gotti wurde zufällig zum Boss der Gambino-Mafia. Peter Gotti wurde 1939 in New York geboren. Er hatte 12 Geschwister. Er plante eigentlich nie, ein Mafia-Boss zu werden. Durch einen Zufall wurde er 1997 zum stellvertretenden Boss der Mafia-Familie Gambino ernannt. 2001 zog er als Boss im Hintergrund die Strippen der mörderischen Familie. Peter beerbte seinen älteren Bruder John Depper Don Gotti als Chef. Folgen Sie nus.de schon bei Facebook und YouTube. Hier finden Sie brandheißen News, aktuell Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion. Bossnus.de